Kurt Schwitters Platz 1. Unsere Zeitreise durch ausgewählte Epochen der Kunst setzen wir im Sprengel-Museum fort. Die Epoche heißt nach wie vor moderne Kunst ab dem 20. Jahrhundert. Nach Kubismus, Expressionismus, neuer Sachlichkeit, dem Surrealismus, einem Zwischenstopp bei Kurt Schwitters und der abstrakten Malerei sind wir nun bei der informellen Kunst angelangt, die ihre Ursprünge in Paris der 1940er und 1950er Jahre hatte. Unser sechster Stopp. Der Begriff fasst verschiedene abstrakte Strömungen der europäischen Nachkriegskunst zusammen. Es handelt sich dabei um keinen einheitlichen Stil, sondern um eine künstlerische Haltung, die das klassische Form- und Kompositionsprinzip ebenso ablehnt wie die geometrische Abstraktion. Zu den Merkmalen zählen daher die Formlosigkeit und die Spontaneität in der künstlerischen Produktion. Der Arbeitsprozess unterliegt keinen starren Regeln. Er folgt, wie uns bereits aus dem Surrealismus bekannt ist, eher den Prozessen des Unbewussten. 1954, Ernst Wilhelm Ney, Spuren und Perlen, ein Bild, das eben in den 50er Jahren entstanden ist, also in einer Zeit, in der, die man in Deutschland als die große Wiederaufbauzeit begriffen hat. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Kunst gewesen. Es hat sich damals in Deutschland das informell entwickelt und Ernst Wilhelm Ney ist einer der wichtigen Künstler dieser Zeit mit seinen abstrakten Kompositionen und wie der Titel schon sagt, Spuren und Perlen, und genau das sehen wir hier auch im Bild. Es ist ein abstraktes Bild, das keinen Hinweis auf etwas Figuratives im Sinne einer Abbildung hat. Und Sie sehen hier die Elemente der Perlen mit diesen schwarzen Kreisen, diese rhythmischen Striche. Das Bild macht fast den Eindruck einer Partitur durch diese Art und Weise der grafischen Gestaltung. Ernst Wilhelm Ney ist einer der ersten, also der großen Künstler, die die Documenta 1 mitbestimmt haben, die Documenta 1, die damals die erste große Kunstschau nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die gesamte Zeitreise können Sie sich auf H1 YouTube und dort Playlists jederzeit ansehen.